Der Synchronisationsschluss ist gefallen. Herzlich willkommen zum 14. Let's Play von Ratchet & Clank auf der PS4 hier bei den Spieletestern. Mein Name ist Chris. Wir stehen jetzt hier in Batalia vor dem Flakgeschütz und gehen da einfach rein und ballern jetzt alles weg, was nicht nied- und nagelfest und auf uns zugeflogen kommt. Das ist zumindest der Plan. Ob es klappt, schauen wir uns einfach mal an. So, die Frage ist, was müssen wir hier... Okay. Unser Leben, beziehungsweise diese Leiste hier, füllt sich auf, indem wir kleine Schiffe töten, also abballern. Und was... Ja, komm schon. Da ist er weg, da ist er weg. So, dann gibt's noch zwei. Dann bräuchten wir eigentlich... Wie viele müssen wir denn abballern? Wir müssen 4 große Schlachtschiffe abballern. So, auf 4. Auf Viereck, verstehe. 1, 2, wieder weg. 3. 4. 5. Oh, hier kommt irgendwas auf uns zugeflogen. Eine Zielsucherrakete. So, damit ist jetzt der nächste fällig. Es nervt mich ja jetzt, dass wir hier noch diese Zielsucherraketen abwenden müssen. Geht doch alles von der Zeit ab. Wir haben doch viel weniger Zeit, die Dicken abzuballern. Ach, nett. Hier kommen auch noch weiter welche. Ja, das Schöne ist aber, okay, ich glaube, der hat mich jetzt getroffen. Bleiben noch 2 übrig. Einer. Hä, ich habe doch gerade einen weggemacht. Genau. Die hier geben aber, glaube ich... Ah, doch, die geben. So, da ist ein Dicker. Den machen wir direkt weg. Dann haben wir noch einen. Boah. Wir haben aber nicht mehr allzu viel Leben hier, Freunde. Wir müssen aufmerksamer sein. So. Also wir haben noch ein großes Schiff abzuknallen und dafür brauchen wir noch... Wo ist denn jetzt hier die Rakete, die uns getroffen hat? Also es geht jetzt schon ein bisschen schneller zur Sache. So, wir müssen immer noch 3 kleine abknallen, um dann einen großen abzuknallen. Aber das haben wir dann jetzt auch eigentlich hinter uns. Und da ist das letzte Dicke. Das machen wir jetzt mit einem Viereckschuss kaputt. Und damit ist das Ganze jetzt hier auch schon relativ unspektakulär zu Ende. Ich halte mal ganz kurz in der Zeit, wo ihr das schaut. Die Kamera an, wollte ich sagen, und damit ist er auch ausgegangen. Ich hoffe einfach mal, dass das alles jetzt gepasst hat und ich nicht nachher wieder separat moderieren muss. So, hier 2 Synchronisationsschüsse, dass das nachher auch alles sitzt. Und was müssen wir jetzt machen? Nichts, wir sind hier durch. Okay, wir sind in Batalia durch. Das heißt, wir müssen jetzt zurück. Gibt es hier irgendwo ein Taxi zum Schiff? Gibt es. Dann nutzen wir das doch einfach mal, Freunde. Wir nutzen das. So, wir rüsten hier mal wieder auf. Wir können den Brenner jetzt weiter machen. Doppelt so viele Munition aus Munitionskisten. Das ist schön. Jetzt haben wir noch einen. Groovitron. Ja. Machen wir einfach den. Und damit geht's weiter. Schauen wir doch einfach mal,
wo wir jetzt hin müssen. Nee, hier sind wir falsch. Ah, wir schauen mal, ob wir jetzt mit diesem neuen Deaktivierungs... Gadget das Dietrich-Schloss aufkriegen. Das wir vorhin nicht aufgekriegt haben. Das wäre hier. Moment mal, wenn wir den hier deaktivieren. Nee, nicht den. Den aktivieren. So, 1, 2. Ah, schade. Aber... Moment. Nee, das lösen wir jetzt. Wir versuchen das. So, das hier ist nur einer. Den machen wir mal aus. Das hier sind zwei. Das könnten wir so machen. Der innere sind auch zwei. Die machen wir so. So, und damit haben wir jetzt noch den äußeren. Ah, den wir leider nicht so hinkriegen, wie wir das gerne wollen. So, jetzt haben wir noch da unten einen. Ah, Moment mal. Ah, jetzt fehlt uns da oben einer. Boah, ist das nervig. Ich bin kein Rätseltyp. Aber so haben wir doch jetzt rein theoretisch... Ah ne, jetzt fehlt uns hier der Spot. Ne, also der hier muss ja im Prinzip da. Weil ansonsten blockiert er nämlich irgendwas. Wir gehen das jetzt kategorisch durch. Wir müssen erstmal hier jetzt alles ausschalten. So, wir haben jetzt hier einen. Genau. Wenn wir den hier hin machen, ist oben der blockiert. Wenn wir den da hin machen, ist unten der blockiert. Da auch. Das heißt, der muss im Prinzip dahin. So, bei denen haben wir jetzt das Problem. Hier sind zwei blockiert. Hier ist keiner blockiert. So, wir schauen mal, wo noch keiner blockiert ist. Da wäre keiner blockiert, aber den haben wir schon. Da wäre auch keiner blockiert. Und wenn wir dann jetzt die mittleren machen... Und zwar so... Haben wir aber einen blockiert. Richtig? Richtig. So, jetzt haben wir aber bei den mittleren keinen blockiert. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die hier anpassen. So, jetzt ist aber der blockiert, jetzt ist der blockiert, jetzt ist der blockiert. Jetzt ist keiner blockiert. So, wenn wir jetzt aber wieder zu dem nach außen gehen, blockiert der. Ah ne, den können wir so nicht machen, weil ja jetzt dann hier der Strahl blockiert. Ay caramba.
Da blockiert der. So, jetzt ist hier aber auch keiner blockiert. Aber wenn wir jetzt den äußeren machen. Ha! Wir haben's! Es hat nur ganze 8 Stunden gedauert. Na toll, eine Holokarte. Und ein paar Bolts. Und ein bisschen Munition, die wir nicht mehr brauchen. Ja. Ernüchternd. Aber wir schauen mal, was wir für eine Holokarte gekriegt haben. Rieder-Karte. Rieder-Karte ist gut. So, wir haben aber nur 3 Duplikate, aber diese Rieder-Karte bringt uns auch nichts. Wir haben noch nicht genug Duplikate. Ja, ist dann halt so. Wir müssen dann... Wo ist denn unser Schiff eigentlich? Da hinten. So, wir fliegen zurück zum Schiff und schauen mal, was der nächste Planet für uns bereithält. Aber wie kommen wir denn da hoch zurück? Ah, hier ist ein Haken. Und jetzt, wie man hört, soll es auf Pokitaro sehr schön sein. Also, ab nach Pokitaro. Wenn es da schön ist, fliegen wir dahin. Ganz kurz was trinken hier. Also mache ich mir heute den 7. Kaffee, den ich kalt werden lasse. Hauptquartier am Alpha Team. Die Zeit ist gekommen, unserem neuen Planeten das beste Wasser der Galaxie zu verschaffen. Startet die Hydroernte und saugt diesen Planeten aus. Verstanden, Vorsitzender. Ihr habt's gehört, Team. Aktiviert alle Ernter und stationiert die Bodentruppen. Pokitaros Wasservorräte waren in Gefahr. Wenn Ratchet und Clank Drax Hydroernter nicht zerstören könnten, würde sich dieses Hochparadies in eine Wüste verwandeln. Wir reden jetzt erstmal mit dem. Also, das soll mich doch schleunig dein Schnackelmonster holen. Grimm hat mir von einem Lombax-Freund erzählt, hab ihm aber nicht geglaubt. Ich hatte noch nie einen in echt gesehen. Du bist also Ratchet. Das ist aber seltsam. Diese Ähnlichkeit, das ist... Verblüffend, ich weiß. Grimm möchte, dass wir beim Zerstören von Drax Hydroerntern helfen. Wenn du die Dinger zerstören willst, müssen wir dein Schiff aufrüsten. Zufälligerweise ist der beste Aufrüster der Galaxie gerade hier auf einer Comicbuch-Convention. Komm mit, ich bring dich zu ihm. Na, endlich können wir unser Schiff aufrüsten. Die Kugloiden treibt es schon seit Beginn des Blatts. Angriff ist ans Ufer. Diese kleine Viecher. Aber richtig zubereitet. Sehr köstlich. Kommt der jetzt nicht mit? Oh. Okay. Das war ziemlich gut. Hat mein Bruder dir das beigebracht? Aber die Sniperwaffe regelt es. Schnell, mein Boot ist da vorn. Ich hatte einen tollen Angelausflug geplant, bevor diese Hydroernte aufgetaucht sind und alles ruiniert haben. Oh, wie lange dauerte der Ausflug? Es dauert jetzt schon etwa 10 Jahre. Gerade hatte ich auch endlich mal was gefangen. Der ballert ihm die ganze Zeit in den Hintern. Die
Wir rüsten mal noch mal ein bisschen hier, also wir leveln mal noch mal ein bisschen den Pyrositer. Ich bin eher Angler als Kämpfer. Ihr versteht? Was haben wir denn hier oben Schönes? Ah, so gefällt mir das. Da kommen noch mehr. Wasserfall. Grimm und ich sind in den Ferien immer da aufgewandert und haben Gold für uns und sowas gesucht. Eines Tages hat er mich herausgefordert, mich in einem Pass runterzustürzen. Oh, so wütend war unser Vater noch nie. Die guten alten Zeiten. So, wir lassen tatsächlich Mr. Zurkon die komplette Arbeit machen. Ah, da ist nochmal so einer. Den machen wir doch locker mit dem Plasmastürmer weg. Kugloiden, auch nett. Ich glaube, das waren alle. Los, weiter! Hier gibt's ein nächstes Schiff. Mr. Zurkon ist noch am Start. Wie geht's dem alten Grimm denn so? Hab nicht viel von ihm gehört, seit wir aus der Polaris-Galaxie hergezogen sind. Er hat eine Werkstatt, oder? Ja, auf Heldin. Ist zwar klein, aber ziemlich cool. Wir machen hauptsächlich Hover-Umbauten, Protonreinigung, solche Sachen. Und jetzt gehörst du zu den galaktischen Schutztruppen. Grimm muss sehr stolz sein. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich sollte ihm bei einer Protonreinigung helfen, aber ich musste dringend weg. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer. Ach, er kommt schon klar. Du beschützt immerhin die Galaxie. Was ist dagegen schon eine Protonenreinigung? Ah, Stufenaufstieg hat mich gerade vom Tod gerettet. Finde ich ziemlich fair von dem Stufenaufstieg. Ich frage mich, warum wir mit diesen Dingern schwimmen, wenn die auch fliegen können. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die logisch nicht so ganz schlüssig sind bei Ratchet & Clank hier auf der PS4. Und mir noch den ganzen Angelausflug. Sei so gut und sieh nach, ob du sie von drüben aus aktivieren kannst. Danke. Na los, jetzt ist es nicht mehr weit. Bevor die Bodentruppen ausgeschaltet sind. Wir sind dran. Bleib hier und pass auf dich auf. So, jetzt wäre eigentlich Sniper-Munition ganz nett. Einfach aus dem Grund, dass wir dann da hinten die aus sicherer Distanz wegballern könnten. Aber es sei uns nicht gegönnt. Ja, Mr. Zurkon, regeln wir gleich. Okay, hier reicht mir die Distanz nicht aus. Hier schon. Das Schöne ist immer, wenn man sie treffen kann, sie einen selber aber nicht. So, hier haben wir Stahlkisten, die wir mit einer Schmelzgranate aufkriegen. Wir brauchen eine Munitionskiste langsam, ansonsten wird es hier nämlich nicht so prickelnd.
nicht aktiviert. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, warte mal. Naja, gut. Gehen wir mal hier rauf. Aber wo ist der Kollege? Ah, wir müssen hier irgendwas aktivieren, dass der rüberkommt. Genau. Ich komme! Tut mir leid, ich bin nicht der Fitteste. Also mit dem Aggressor kriegt man den auch gut weg. Muss man schon mal hier an dieser Stelle sagen. So, zwei weg. So. Hier sind wir safe, er kommt an. Gehen wir rein. Hey Al, machst du mal auf? Während wir hier auf ihn warten, beenden wir auch schon das 14. Let's Play von Ratchet & Clank auf der PS4 hier bei den Spieletestern. Mein Name ist Chris. Wir machen sofort im 15. Teil des Let's Plays bei Ratchet & Clank weiter und schauen mal, wie wir diesen intergalaktischen Flitzer, den wir haben, ein bisschen aufmodden können, um diese riesigen hydrosaugenden Roboter-Luftschlangen zu killen. Wenn ihr dranbleiben wollt, bis gleich.